Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zur Demo von Barnfinders. Vielen lieben Dank nochmal für die Bereitstellung und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein und gucken mal, was uns so erwartet. Ich habe mal das Spiel gestartet, um alle Grafikeinstellungen zu testen und das Spiel läuft in höchster Auflösung und höchsten Details super flüssig. Ich würde sagen, ich bin gespannt, was uns erwartet und von daher, los geht's. Herrlich. Ich liebe diese ganzen Serien ja eh auf D-Max und ich glaube, das ist gerade dann das Richtige für uns. Hey, wach auf! Der Generator ist down, funktioniert nicht mehr. Nimm die Batterie vom Truck und reparier ihn. Okay, ich will nichts sagen, aber dieser Typ sieht aus, als ob er gerade frisch aus der D-Max-Produktion gekommen ist. Herrlich, so, das ist unser Zimmer anscheinend. Und muss sagen, ich mache Werbung für einen Kebab. Herrlich. Your Poster hier. Hier kann man die Poster, die man im Laufe des Spiels findet, natürlich aufhängen. So, das Erste, was wir machen können, ist nach allen Verwertbaren suchen. Ich habe anscheinend aus Versehen schon was verwertet. Hier kann man sehen. So. Und hier kann man dann recyceln und kriegt dafür ein paar Euro. Das ist nicht die Welt. Aber wenn man es hochrechnet, kriegen wir damit ja, schon einiges zusammen. Was wir auf jeden Fall machen können, ist Gegenstände verschieben. Wohin auch immer. Also es ist uns überlassen, wo wir was abstellen. Nicht alles ist verschiebbar. Das muss man tatsächlich zugeben. In der kurzen Minute, wo ich gespielt habe, habe ich versucht, eine Küche zu verschieben, einen Kühlschrank oder so. Aber das hat natürlich nicht alles funktioniert. Vielleicht kommt das noch in den nachfolgenden Versionen oder so. Aber aktuell sieht es nicht danach aus, dass das nachgereicht wird oder irgendwie anders laufen wird, als jetzt aktuell da sichtbar. Wir warten einfach mal ab. Es ist nun mal die Demo und die sagt einem ja eh am Anfang nicht wirklich viel. So, gehen wir einmal raus. Und das ist unser Tutorial. Wir sollen den Generator ans Laufen bringen. Was mir aufgefallen ist, die Türscharniere haben überhaupt gar keinen Sinn und Zweck. Die sind nämlich außen angebracht. Und die Tür funktioniert einfach random, so wie sie möchte. Also könnt ihr noch fixen. So, das ist unser Grundstück. Das ist unser Shop hier vorne. Ein wunderschöner Shop, muss ich zugeben. So stelle ich mir einen D-Max-Shop vor. Und ansonsten, ja, da vorne können wir Basketball spielen. Das kostet kein Geld. Aber man kann auf Zeit Punkte werfen. Man bekommt, glaube ich, nichts dafür. Aktuell zumindest habe ich nichts gefunden. Was wir machen müssen, ist definitiv aufräumen. Aber das machen wir demnächst. Wir machen jetzt erstmal unsere Aufgabe. Und zwar nehmen wir uns die Batterie, die wir brauchen. Setzen diese in den Generator ein. Und haben eine neue E-Mail erhalten. Das ist gut. Oh, das können wir bestimmt recyceln. Wir sollten uns eh mal umschauen. Also man kann hier einiges recyceln. Man kann Müll recyceln. Abfälle. Man kann verschiedene Sachen kaputt machen. Und wenn man überlegt, dass wir gerade eben keinen einzigen Cent hatten, aber jetzt schon achten... Was ist das? Goldenes... Klopapier gefunden. Herrlich. Da freut man sich doch, wenn man sowas findet. So, haben wir hier noch irgendwas? Ein Benzinkanister. Nehmen wir mit. Benzinkanister benötigen wir, um zu den verschiedenen Scheunen zu fahren. Schauen wir uns mal weiter um, ob hier noch irgendwas versteckt ist oder so. Nö, Mülleimer. Soviel ich weiß, kann man auch einen Gegenstand kaufen, damit man die Mülleimer zerstören kann. Hier können wir das Schild öffnen. Aktuell ist unser Shop natürlich leer. Das sind die Ablageflächen, die wir haben. Die können wir upgraden später, aber erstmal gehen wir an den PC, öffnen unsere erste E-Mail und dort drin steht, dass er... einen alten Freund um Hilfe bittet. Und zwar braucht er dieses wunderschöne Objekt.
Und dafür gibt er uns $300. Und dann würde ich sagen, hier ist die Wettbahn. Und dann fahren wir zur Wettbahn. Los geht's. Dort sollen wir das Objekt unserer Begierde finden. Ich bin mal gespannt. Boah, ich liebe solche Spiele, Leute. Das ist wirklich episch. Duettbahn. Dwayne's Love Nest, habt ihr gelesen? Okay, die Sachen müssen wir finden. Wir können Sachen hochheben und so weiter. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal außen um, ob wir irgendwas sehen. Und tatsächlich sehe ich etwas. Wie soll ich denn da drankommen? Ja, das finden wir bestimmt gleich noch raus. Ist hier noch irgendwas von Begierde? Hier ist aber anscheinend gar nichts mehr, was wir benötigen könnten. Na komm. Ja doch. Da war noch Abfall auf dem Boden. Ja gut. Man muss sich genau umschauen. Das Einzige, was wir probieren könnten, kann man die bewegen? Obwohl die so groß sind? Tatsächlich. Okay, das ist natürlich selten in einem Spiel. Dass man sich so gesehen den Weg dahin bauen kann. Herrlich. Gefunden. Ist das ein Alien, was tanzt? Okay, ignorieren wir das einfach. Was ist das? Oh. Mit T markieren und dann wird es in den Transporter teleportiert. Sehr gut. Haben wir schon mal so einen komischen Wolf gefunden oder was das jetzt auch immer war. Jetzt nehmen wir die Sachen auf jeden Fall noch mit. Was drin? Nö. Okay, rein kommen wir leider nicht. Wir haben auch rechts eine Anzeige für alle Gegenstände, die man finden kann. Und wir natürlich finden sollen. Oder sollten. Oh, hier war noch was. Ansonsten ist jetzt hier gerade nichts mehr. Dann gehen wir mal in die Scheune, würde ich sagen. Oder ich sehe es zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwas rumliegt. Hm. Egal. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal. Warum geht's nicht? Aha. So, wir können alles zu Geld machen. Nicht alles, alles, aber ich würde sagen, einiges kann man hier zu Geld machen. Man muss nur genau hinschauen, weil sonst vergisst man, glaube ich, ratzfatz einiges. Oh, sehr gut. Schieben wir das nochmal auf die Seite hier. Wir rauben hier alles aus. Ein goldener Schlüssel. Hier ist nichts mehr. Hier ist noch so ein Tuch. Jackie Jackie. Sehr gut. Hier ist nichts mehr, glaube ich. Die Lampen können wir nicht verkaufen oder so. Ich meine, das wäre natürlich optimal gewesen, aber natürlich nicht. So, das sah aus wie ein Kerzenständer. Ich denke so, er ist aber modern. Okay, hier ist nichts mehr. Dann schieben wir das da mal wieder rein. Vielleicht hier drunter oder so. Hier ist auch nichts mehr. Da oben drauf ist auch nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Gut. Man kann auch Gegenstände werfen, indem man den Knopf länger gedrückt hält. Ah, damit kommen wir bestimmt in die Hinterausgangstüre. Ein Fernseher. Nehmen wir mit. Auf alle Fälle. Wieso kriege ich den nicht raus? Ein altes Bild will natürlich niemand haben. Eine DVD. Ja gut.
bringt jetzt nicht die Welt, aber wenn man sieht, dass wir aktuell eigentlich nur Müll aufsammeln, läuft es für uns jetzt nicht so schlecht. Unser Schlüssel ist weg. Okay, jetzt weiß ich wenigstens, wofür der Schlüssel war. So, hier in der Ecke war nichts. Wie gesagt, ich möchte jetzt nichts vergessen. Wäre schade drum. Dafür sind wir ja nun mal hier. Oh. Das sieht ja cool aus. Und tschüss, würde ich sagen. Haben wir noch irgendwas? Ups. Sehr gut. Manche Gegenstände fliegen weiter als andere. Ich denke mal, Physik ist jetzt hier nicht das große Thema, aber ich denke mal, ein bisschen wurde aufs Gewicht geachtet. Ah, wir können gleich noch hoch. Ich glaube, das Holzstück kann man bestimmt rausziehen. Und dann... Ja, wunderbar. Herrlich. Können wir auch raus. Machen wir uns direkt Platz. Und das Ding weg. Ach, da ist noch was. Was ist das? Old Red Moonshine. That's interesting. Wir benutzen es mal. Das sind die Aliens. Ist das eine Ratte? Ohne Spaß, diese Firma macht so viel komisches Zeug. Aber das war cool. Egal, weitersuchen, Leute. Keine Zeit zu verlieren hier. Oh, da ist ein Poster hinter. Das nehmen wir natürlich mit. Wir nehmen alles mit, was wir finden können. Nichts bleibt hier liegen, was wir verwerten könnten. Ach. Ein Buch. Ich meine, sowas kann man auch verwerten. Oh. Habt ihr das gesehen? Schick. Yamaha Body. Das ist schon cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut. Sehen tue ich jetzt gerade zumindest gar nichts mehr. Nein. Dann gehen wir hier hoch. Was ist das? Boah. Okay, das war schon irgendwie eklig. Schauen wir uns ein bisschen... Ah, da ist es! Ups! Unsere Begierde. Wir haben sie gefunden. Sehr gut. Aber uns fehlt noch ein bisschen, ne? Wir haben noch nicht alles, Leute. Vielleicht müssen wir auf die andere Seite vom Dach nochmal gucken, ob da irgendwas ist. Also aktuell sehe ich hier nichts mehr hängen oder so. Sonst fehlt uns ja was. Das wäre ja schon irgendwie blöd. Also sehen tue ich jetzt gerade nichts mehr. Okay, die Sachen gehen auch nicht kaputt. Dafür, glaube ich, braucht man Werkzeug. Also es könnte noch sein, dass hier auf dem Dach irgendwas ist, aber da sehe ich jetzt gerade auch nichts. Wo soll denn hier noch was zum Einsammeln sein? Ja gut, vielleicht hier irgendwo zufällig was... In den Kisten oder so, aber dazu braucht man halt ein Item, um die Kisten aufzuschlagen. Das können wir natürlich jetzt gleich gerne mal machen. Dann kommen wir nochmal zur Scheune zurück. Gut, wir fahren. Was? Okay. Was? Okay, uns fehlen zwei sammelbare Items. Das gibt's doch gar nicht. Im Leben hätte ich nicht gedacht, dass da irgendetwas fehlt. Ohne Spaß.
Oder bin ich jetzt irgendwie falsch? Gut. Draufklicken. Der Typ bringt es rein. Und wir haben es im Lager. Sehr gut. Und vom Lager aus können wir es dann natürlich auch verkaufen. Laut der Beschreibung, die ich gelesen habe, müssen wir nur auf dieses Ding gucken und draufklicken. Herrlich. Und hier draufklicken. Achso, wir haben nichts zum Verkaufen. Okay, gut. Aber wir kaufen uns... Da ist sie. Die Axt. Die vermute ich mal. Ist genau das, was wir benötigen. Ah, Moment, da müssen wir wahrscheinlich an den PC. Ich hoffe nicht, dass das jetzt wieder einen Sprit kostet oder so. Okay, wir können es noch versenden. Natürlich, wollen wir ja auch. Okay, das sind einfach nur Werbemails. Ist ja nicht das Problem. Aufs Bahnhub kommen wir nicht so. Das ist schon komisch. So, dann gehen wir erstmal pennen, würde ich sagen. Herrlich. Nächster Tag, nächstes Glück, würde ich sagen. Können wir denn auch hier? Oh, sehr gut. Dinge, die wir nicht benötigen, können wir zermatschen. Oder auch aufsammeln. Oh, es gibt Materialien dadurch. Ja, das gibt natürlich meiner Meinung nach ordentlich Sinn, das dann auch zu zerstören. Da waren noch ein paar Sachen zum Aufheben. Das ist gut. Gut. Zack. Zack. Was man alles kaputt machen kann. Ich meine, es ist ja sein Zuhause. Er kann ja tun und lassen, was er möchte. Hier kann man graben. Wir konnten doch eine Schaufel kaufen. Moment, wir machen erstmal den Laden auf. Kann ja sein, dass jemand unser wunderschönes Produkt kaufen möchte. Schaufler. Was soll das denn? Ich habe doch richtig gesehen, dass man hier eine Schaufel hat. Ja, komm. Nimm's mit. Alles gut. Wir haben die Gitarre gefunden. Mega. Man kann es verkaufen, aber muss ich das erst? In den Storage tun, um es danach hier hinzustellen? Nein. Okay, gut. Ja, es hätte ja sein können. Ah, der Fernseher steht. Und die Gitarre hängt. Ah, okay. Manche Sachen müssen aufgehangen werden, manche können stehend platziert werden, manche müssen in ein Regal. Okay, ja gut. Es gibt Dinge, die man erst wissen muss, meiner Meinung nach. Sonst blickt man da, glaube ich, nicht wirklich durch. So, was haben wir denn hier? Einen fetten Motor können wir gewinnen. $430. Was heißt gewinnen? Wir müssen ihn suchen. Wir akzeptieren den Job, aber gehen nochmal ganz kurz zur Wetbahn zurück. Und ich habe gerade beim Draufklicken gesehen, es kostet kein zusätzliches Spritgeld. Das ist gut. So. Es wird zerhackt. Ich denke mal, die Teile, die man finden kann, oder die man letztendlich findet, noch was zu finden. So, wir knüppeln einfach mal gnadenlos überall drauf.
Irgendwo wird noch was sein, was wir nicht kennen oder noch nicht gefunden haben. Gut, die Sounds müssen noch ein bisschen bearbeitet werden. Das ist natürlich Pipifax. Das haben wir auch gefunden. Übrigens, das ganze Projekt ist ein Kickstarter-Projekt. Das heißt, wenn ihr noch Bock habt, das Ganze zu unterstützen, schaut einfach mal in die Beschreibung rein. Dort könnt ihr den Link dazu finden. Da ist nichts mehr. Einfach mal wie wild überall drauf kloppen, das hilft bestimmt. Das hilft eigentlich immer. Ach, nehmen wir doch den Schaukelstuhl noch mit. Okay. Und es gibt immer noch Sachen zum Sammeln und zum Finden. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Achso, ja. Nehmen wir doch das da. Habe ich das vorher echt nicht gesehen, oder? Wobei ich jetzt gerade feststelle, es sind keine Collectibles, die wir jetzt gerade gesammelt haben, sondern einfach nur Objekte, die man verkaufen kann. Aber sammelbare Objekte fehlen immer noch. Hier sind jetzt wirklich neue Sachen, ne? Schon ein bisschen creepy. Okay, vom Nachbarland kann man leider nichts kaputt machen. Hier ist noch ein Helm. Wieso sind hier so viele Sachen? Ah, okay, der Helm war tatsächlich zum Finden gedacht. Und eine Schubkarre. Ja, herrlich. Die war aber vorher da. Ich glaube, ich habe die einfach nicht gesehen. Jeha! Sehr gut. So, trotzdem. Ganz kurz einmal durchhämmern, die Kleinteile sammeln. Welche Funktion sie auch immer haben. Ich denke mal, später kann man sie verwenden für irgendwas. Und dann können wir zurück zur Farm gehen, beziehungsweise zu unserem Laden. Ja, wir haben alles gefunden. So ein bisschen stolz bin ich schon auf uns. Och nö, jetzt ist es wieder abends. Naja, ist nicht so tragisch. Einmal einladen, bitte. So, die Helme sind platziert. Aufhängen können wir gerade nichts. Wir können aber noch Sachen platzieren. Sehr gut. Dann können wir am nächsten Tag öffnen und dann machen wir ein bisschen Kohle. Und dann gucken wir mal, wie das funktioniert. So, ratzfatz ins Bett, Leute. Schlafen gehen. Bis zum nächsten Morgen warten. Was sollen die Schafe immer wieder? Ich kann das Ganze nicht zuordnen. Warum kommen hier immer Schafe im Traum vor? Ah, wir können ja mal die Upgrade Gun holen. Das ist die hier. Und da... Ich drücke immer Escape aus. Zufall. Und damit können wir ja die Poster ändern, die wir hier haben. Da können wir jetzt zum Beispiel das Whisky-Regal... Whisky-Bild, das da... Ja, komm. Kauf es jung. Sind was los. Ach, das haben wir noch gar nicht gefunden. Dann nehmen wir das da. Und hier. Das Whisky-Regal. Ah, okay, jetzt geht's. Sehr gut. So. Ach, so viele Leute direkt. Der Kollege möchte was haben. Okay, wir handeln. Achtung. Machen wir handeln nochmal. Jo, 70. Wir haben das bekommen, was wir haben wollten. Perfekt. Aber was hat er denn jetzt gekauft? Den Fernseher? Ich glaube schon, ne? Boah, $25 nur.
Und der Stuhl 30, sie hat Interesse, aber sagt nichts. Warum sagt sie nichts? Ich hab das... Was? Ach so. Das war ein Dieb? Leute, das war ein Dieb. Lol. Was ein Wichser. Kommt denn jetzt einer noch hier für die wunderschönen Sachen, die wir haben? Oder ist das jetzt abgelaufen, die Aktion? Schön. Oh. Er hat Interesse an was? An der Schubkarre. Okay, gut. Dann handeln wir. Wir versuchen nochmal zu handeln, Leute. Okay. Sehr gut. So langsam habe ich den Dreh raus. Ich meine, man kann in diesem Spiel, glaube ich, ordentlich Kohle verdienen, wenn man das längere Zeit spielt. Aber ich denke mal, der Einblick in die Demo reicht vollkommen aus, um einfach mal zu sagen, dass das Spiel Potenzial hat. Ich würde auf jeden Fall super liebend gern... Wow, was will der haben? Ja gut. Handeln. Noch einmal handeln. Und dann wird es knapp von der Zeit, Leute. Und dann müssen wir es verkaufen. Perfekt. So, wie kann ich mit dir handeln? Also irgendwie kommt da keine Abfrage von. Gerade eben kam dann einfach nur komischerweise der Dieb. Er guckt mich hier an, als ob er sagen würde, hey, ich will das kaufen. Was? Das ist das Alien, Leute. Handeln. Oh. Okay, gut. Cool. Bei uns war ein Alien einkaufen, Leute. Haben wir jetzt noch irgendwas? Nö, ne? Wir sind jetzt gerade komplett leer. Es könnte ja noch einer für die Gitarre kommen. Und? Oh, was will er? Manchmal bin ich mir nicht sicher, was die Leute wollen. Ach so, doch, den blauen Helm. Ja, komm. Du hast eben bei mir schon was gekauft, du kannst es haben. Und jetzt wäre noch schön einer für die Gitarre, weil die bringt uns $100 ein. Das ist natürlich schon mal ein ordentliches Schmuckstück. So, man kann auch die Regale ändern, indem wir sie luxuriöser gestalten. Das zeige ich euch einmal ganz kurz hier an dem Beispiel. Und schon haben wir ein wunderschönes neues Regal. Und da möchte jemand tatsächlich die Gitarre kaufen. Die handeln wir jetzt aber noch ein bisschen. Und sagen jetzt, hey, für $100 kannst du sie haben. Schönen Tag noch. Herrlich. Man kann natürlich auch die Verkaufsböden ändern. Wir nehmen auch mal den schönsten, jetzt gerade aktuell verfügbarsten. Und dann sieht das Ganze so aus. Das sieht optisch schön aus. Man kann auch... Moment. Handeln. So. Na. Nochmal. So, jetzt müssten wir Gewinn gemacht haben von $3. Sehr gut. Man kann auch mit der Upgrade Gun zum Beispiel den Boden ändern. Das ist hier gerade zu sehen. Hier sind die Wände. Ja, komm, nerv nicht. Und hier ist der Boden. Dann können wir zum Beispiel einen neuen Boden reinzimmern. So wie diesen. Also man kann sich den Shop schon selbst etwas umgestalten. Hier sind dann andere Wände. Die sehen dann so aus. Okay, man kann nicht viel sich umschauen. Aber es gibt schon interessante Sachen. Das sieht natürlich richtig geil aus. Verputzt. Das sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht natürlich passend zum Boden aus. Man kann sehr, sehr viel in diesem Spiel machen. Aber aktuell in der Demo natürlich nicht so viel. Von daher, wir könnten jetzt noch die nächste Scheune öffnen. Für den Motor. Das ist diese hier. Das ist ein wirkliches Wettbieten, so viel ich weiß. Und das gibt es dann auch noch zu sehen. Also es gibt jede Menge, Leute. Wenn ihr mehr von dem Spiel sehen möchtet, mache ich gerne ein Part 2. Dann gucken wir uns den Rest an. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß weiter mit den Videos und tschüss.